Es gibt Gewohnheiten, die sind gut und es gibt Gewohnheiten, die sind vielleicht nicht ganz so gut. Und auch beim Auge haben wir Gewohnheiten, welche gut sein können, aber welche auch für die Sehkraft sehr schlecht sein können. Und ich möchte dir heute mal meine Top 3 der schlechtesten Sehgewohnheiten vorstellen. Und ich verspreche dir, du hast mindestens eine dieser Sehgewohnheiten auch. Und ich hoffe auch, dass du diese Sehgewohnheiten am Ende dieses Videos nicht mehr hast. Bevor wir mit dem Video starten, möchte ich dir ganz kurz nochmal einen Hinweis geben auf unsere Challenge. Ja, wir haben eine Challenge für Januar gestartet, die du nutzen kannst, um innerhalb von 30 Tagen deine Sehkraft deutlich zu verbessern. Wenn dich das interessiert, bleib unbedingt bis zum Ende dieses Videos dran, denn dann verrate ich dir noch mehr und du kriegst auch noch ein kleines Geschenk von mir. Ja, wir alle kennen es natürlich, jeder hat so seine Gewohnheiten, es gibt gute Gewohnheiten und schlechte Gewohnheiten, ja. Und natürlich gibt es auch Augenprobleme, die entstehen durch schlechte Gewohnheiten. Und eine dieser Gewohnheiten, die wirklich sehr, sehr schlecht sind, und da ertappe ich mich tatsächlich auch selber momentan sehr viel, wir arbeiten viel zu viel im Nahbereich. Heißt also, wir sitzen zu viel vom Handy, wir sitzen zu viel vom PC und schauen seltenst in die Ferne. Ja, also das ist tatsächlich Nummer eins der schlechtesten Gewohnheiten überhaupt, wenn wir 8 Stunden, und dazu nehme ich einfach mal mein Handy, um das zu demonstrieren, 8 Stunden direkt vor uns, und das ist der ganz normale Abstand, und wir sehen, der Abstand ist wirklich sehr, sehr gering. Und natürlich können wir in dem Bereich bis zum Handy sehr gut sehen. Alles darüber hinaus wird immer unschärfer und immer schlechter, und wir nutzen halt den Radius nur bis zum Handy. Wenn ich jetzt zum Beispiel mein Handy einfach mal in die Ferne halte, also zum Beispiel hier, ja, fängt es vielleicht schon bei dem einen oder anderen unscharf zu werden. Ja, also dieser Bereich ist sehr untypisch und ja, es ist vielleicht schon für das eine oder andere Auge sehr schwierig, dort klar sehen zu können. Und jetzt versuchen wir nochmal in die weitere Ferne zu gucken, also noch weiter über das Handy hinaus, und wir merken ganz schnell, dass unsere Augen dann richtig schnell überanstrengt sind und wir sehen plötzlich deutlich weniger und deutlich verschwommener als direkt, was wir auf unserem Handy sehen können, ja. Und das ist wirklich so die schlechteste Gewohnheit, die du haben kannst, dass wir zu lange und zu oft vorm Handy, vorm PC oder ja, wir generell einfach zu viel im Nahbereich arbeiten. Und es ist egal, ob du jetzt in der Schule bist und zu häufig am PC sitzt oder ein Buch vor dir hast zum Beispiel. Und hier ist wirklich sehr wichtig, dass die Dosis das Gift macht. Heißt, wir müssen nicht komplett darauf verzichten, sondern wir sollten genügend Pausen machen und wir sollten auch häufig mal in die Ferne schauen, um einfach mal unsere Augen zu entspannen, um einfach diese Muskeln, die für die Kurzsichtigkeit, also für den Nahbereich notwendig sind, einfach mal zu entlasten. Das machen wir, indem wir in die Ferne gucken. Und ja, ich weiß, manchmal erkennen wir da nichts, aber dennoch hilft es trotzdem, unsere Muskeln für den Nahbereich zu entspannen. Und das ist gleich der allererste Tipp, den ich dir so geben kann, wenn du diese schlechte Gewohnheit hast. Eine weitere sehr, sehr schlechte Gewohnheit ist die Augen zu Überanstrengung, ja. Ich merke es tatsächlich auch heute noch, wenn ich zum Beispiel einen langen Tag hatte und auf dem Arm noch ein, zwei Mails über mein Handy zum Beispiel beantworte, ja, dann merke ich, dass meine Augen sehr, sehr angestrengt sind und ich mich quasi dazu zwinge, auf mein Handy noch zu gucken, um die letzte Mail sozusagen zu verfassen, ja. Und vielleicht erkennst du dich dort auch wieder, kurz vorm Schlafen gehen, nochmal die letzten Nachrichten checken, vielleicht auch nochmal zum Einschlafen Netflix anschauen. Und natürlich machen wir das mit unserer allerletzten Energie, die in unseren Augen stecken. Und obwohl unsere Augen schon sagen, ey, es ist zu spät, es ist zu anstrengend, ich möchte eigentlich jetzt nur noch schlafen. Wir zwingen uns quasi dazu, mit unseren Augen noch die restlichen Sehenergie wirklich zu verwenden, um noch ja, unseren Film zu gucken oder noch die Nachrichten zu beantworten. Und das ist eine wirklich sehr, sehr schlechte Gewohnheit. Und diese schlechte Gewohnheit hatte ich tatsächlich selber mal, ja. Aber ich habe es tatsächlich wirklich geschafft, mich wirklich darauf zu fokussieren. Wenn ich müde bin, dann schließe ich einfach die Augen. Das ist wirklich völlig egal, ob das jetzt früh ist, mittags ist, abends ist. Abends ist natürlich am häufigsten, dass man müde wird. Aber es kann natürlich auch sein, dass man einfach während des Tages einfach mal merkt, oh, jetzt brennen meine Augen oder meine Augen tun jetzt so dolle weh. Was kann ich da machen? Das ist wirklich eine sehr, sehr schlechte Angewohnheit, dass wir uns dazu zwingen, weiterhin aktiv zu gucken. Mein Tipp an dieser Stelle ist einfach mal, die Augen zu schließen. Und nicht nur die Augen zu schließen, sondern wir nehmen am besten unsere beiden Hände und legen die auf noch auf unsere geschlossenen Augen und atmen einfach mal ja, ein, zweimal durch, um wirklich runterzukommen. Denn es hilft extrem, ja, die Augen wirklich zu entspannen und wir können danach weitermachen. Das ist ein ganz, ganz minimaler Zeitaufwand von vielleicht maximal ja, ein, zwei Minuten und danach geht es dir schon deutlich, deutlich besser und du hast wieder viel mehr Energie, viel mehr Kraft in den Augen und du kannst dich wieder auf die nächsten 2, 3 Stunden wirklich konzentrieren und das ganz ohne irgendwelche Augenprobleme, ja. Denn wie gesagt, es ist ganz wichtig auch, dass wir unsere Augen nicht überanstrengen, denn Überanstrengung ist immer der Grund für eine Sehschwäche, die wir entwickeln können und natürlich Überanstrengung bedeutet immer einen Rückgang der Sehkraft. Wenn wir unsere Augen immer weiter und länger überanstrengen, ja,
dann entsteht irgendwann auch dauerhaft eine Sehschwäche und die Sehschwäche wird dann natürlich immer schlechter und schlechter, weil wir einfach so eine schlechte Sehgewohnheit haben, dass wir unsere Augen überanstrengen. Deswegen, wie gesagt, ganz klar mein Tipp, einfach mal die Augen entspannen. Meine letzte schlechte Gewohnheit in meiner Top-3-Liste ist, dass wir zu wenig Variation in unserem Blickumfeld haben. Und ich möchte jetzt gar nicht darauf hinaus, dass ich wieder vorm Handy sitze oder so, sondern es geht einfach darum, wenn du zum Beispiel draußen unterwegs bist, ja, zum Beispiel, ich mache mal ganz gerne das Beispiel, wir gehen jetzt mit dem Hund Gassi. Worauf schaust du aktiv? Ja, also meistens ist es trotzdem nur dein näheres, direktes Umfeld und gar nicht so wirklich, was passiert am Horizont zum Beispiel. Wir schauen eher, was macht der Hund oder da vorne ist eine Kreuzung und darauf fokussierst du dich, aber du schaust nie wirklich direkt absolut in die Ferne zum Horizont. Und das ist, wie gesagt, eine sehr, sehr schlechte Gewohnheit, denn wir müssen wirklich mal, um unsere Augen zu verbessern, auch mal absolut weit zu schauen, um wirklich unsere Sehkraft bis zum entferntesten Punkt zu trainieren. Langfristig gesehen ist es unbedingt wichtig, diese Gewohnheit zu übernehmen, diese schlechte Gewohnheit zu einer guten Gewohnheit umzuändern, indem du einfach wirklich beim Spazieren mal einfach in die Ferne guckst. Und das muss ja nicht, wie gesagt, lange sein. Es reicht, um einfach mal so 20, 30 Sekunden absolut mal in die Ferne zu schauen. Und danach kannst du dich ja wieder auf die Kreuzung, auf den Hund konzentrieren. Und einfach mal dieser Wechsel, der muss einfach mal trainiert werden, dass du einfach häufiger in die Ferne guckst. Weil wie gesagt, ich habe es auch bei mir lange Zeit beobachten können, ob ich jetzt mit dem Hund unterwegs war oder wenn ich bei Autofahren unterwegs war. Man achtet ja doch primär direkt, was passiert demnächst in deinem näheren Umfeld, ja? Und es ist wirklich sehr, sehr wichtig, einfach mal in die Ferne zu schauen, denn das hilft dir tatsächlich wirklich, um sich die Augen zu entspannen, zu regenerieren und natürlich verbessert sich dann auch zwangsläufig deine Sehkraft. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob eine dieser Gewohnheiten oder vielleicht sogar alle Gewohnheiten auf dich zutreffen. Wenn ja, schreib es mal gerne in die Kommentare. Oder vielleicht hast du auch noch andere Gewohnheiten oder schlechte Gewohnheiten wie auch gute Gewohnheiten. Und ich habe dir ja noch eine kleine Überraschung versprochen, worauf ich nochmal hinaus möchte. Und zwar, wir haben unsere Challenge für Januar geplant. Eine Augentraining-Challenge, bei der du teilnehmen kannst, ja, um deine Augen und deine Sehgewohnheiten zu verbessern. Und dazu lade ich dich recht herzlich ein, denn wir wollen wirklich innerhalb von 30 Tagen deine Sehkraft verbessern, damit du wirklich keine Brille mehr brauchst, dass du deine Sehgewohnheiten komplett änderst, dass du dich wirklich darauf fokussieren kannst, endlich wieder scharf sehen, ohne Brille, ja, ohne Laseroperation, ohne irgendeinen Eingriff von außen, sondern wir versuchen wirklich, deine natürliche Sehfähigkeit zu verbessern und das versuchen wir mit der 30-Tage-Challenge. Und wir haben uns vorgenommen, das wirklich einen kleinen Kreis zu machen, also wir wollen ja jetzt keine großen Teilnehmerschaften haben, wir haben uns 20 Plätze reserviert, heißt also, du hast jetzt die Möglichkeit, einer von diesen 20 Plätzen zu nutzen, zu buchen, um dann letztendlich mit mir gemeinsam am Januar zu starten. Ich denke, das ist auch ein ganz guter Vorsatz für nächstes Jahr, endlich wieder scharf sehen zu können, ohne Brille, ja, und wenn du daran Interesse hast, lade ich da, wie gesagt, dich recht herzlich zu ein und wie gesagt, ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn du dieses Video hier einen Daumen nach oben gibst, diesen Kanal hier auch abonnierst, damit wir weiterhin so stark und kräftig wachsen wie bisher und wie gesagt, ich erinnere dich nochmal an unsere Challenge, die würde ich dir wirklich wärmstens empfehlen, ist wie gesagt nur begrenzter Platz, 20 Leute laden wir ein. Und wenn du daran teilnehmen möchtest, dann hast du jetzt die Chance, noch einen Platz zu sichern von unseren 20 Plätzen, die zur Verfügung stehen. Und ansonsten, wie gesagt, möchte ich mich ganz herzlich von dir verabschieden und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.